Hallöchen, wir sind zurück hier bei unseren Drachen. Ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ihr seht natürlich, ja, das nächste Event ist am Start. Und zwar können wir wieder mal zwei Drachen bekommen. Sturmfeils Nachwuchs und Sturmfeils Partner. Auf jeden Fall haben wir da mega viel zu tun. Also hier seht ihr ja schon, Sturmfeils Nachwuchs haben wir schon. Den Partner brauchen wir noch. Da müssten wir aber erstmal eine Sammlung vervollständigen. Aber ich würde sagen, wir kontrollieren erstmal, beziehungsweise checken erstmal ab, welcher der stärkere von denen ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Sturmfeils Partner wäre auf jeden Fall richtig. Bombe. Erstens sammelt er materialtechnisch schon ein bisschen mehr, also 2,4 Mille pro Stunde. Fisch und auch Holz auf Level Nummer 212. 10 Stunden, 14 Minuten ist er on Tour und hat natürlich eine extrem heftige Power. Ist ein Fernschussdrache mit 5.935 Punkten. Also das ist natürlich schon derbe. Sturmfeils Nachwuchs ist nicht ganz so stark. Also ich meine, der sammelt nur 8 Stunden, 30 Minuten, 1,44 Mille Holz und auch Fisch. Die Tüte daran ist, der sammelt in 4 Stunden 120 Eisen und ist natürlich als Fernschussdrachen eigentlich eher ungeeignet. Ich meine, mit 1848 ist natürlich nicht so wirklich der Burner. So, was machen wir dann? Wir könnten hier eigentlich mal die Sammlung abchecken. Was brauchen wir da? Da haben wir auf jeden Fall gut zu tun. Da würde ich auch sagen, wir haben auf jeden Fall erstmal hier Action machen und gucken, ob wir ein bisschen was zusammenbekommen. Also das ist natürlich die Frage. Da bin ich, wie gesagt, gespannt wie ein Flitzebogen, was wir hier am Ende so reißen können. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir natürlich hier erstmal gucken, ob wir bei den Champions noch ein bisschen was reißen können. Ich meine, hier gab es ja ein neues Update, da können wir auf jeden Fall gut Bambule machen und können mal gucken, ob wir hier, wie gesagt, einen Sieg einfahren oder ob wir auf der Mütze kriegen. Also das ist manchmal nicht so leicht. Kommt ja mal drauf an, was man da für Gegner hat. Aber wie gesagt, wir checken das gleich mal ab, gucken da gleich mal nach, was so geht. Aber erstmal wird hier natürlich das Material eingesammelt, so wie immer. Das ist nämlich immer noch nach wie vor sehr, sehr wichtig, daran zu arbeiten, um die Lager hier schnellstmöglich zu füllen. Von daher würde ich auch sagen, machen wir hier erstmal Bambule, sammeln hier erstmal ein, schicken die neu los und entscheiden uns dann später, was wir mit den Materialien machen. So, dann haben wir hier unser Mysterium-Paket. Da würde ich sagen, sammeln wir das erstmal ein. Alter, geil, Rekrut X1. Okay, riesenhafter Albtraum. Den nehmen wir mit, den flüsternden Tod. Dann haben wir hier noch den Regenschneider. Alles klar, was haben wir noch? 3 Runen, 5 Fisch, okay, 5 Mille Fisch, sorry, 5 Mille Holz und nochmal 5 Runen mit dazu, von daher haben wir da eigentlich ganz gut abgestaubt, also ich bin auf alle Fälle megamäßig mit zufrieden. So, dann checken wir natürlich erstmal Valka, wie sieht's da aus? Da seht ihr, ja, da haben wir noch einen Drache im Training für 4 Stunden, 8 Minuten, also das dauert natürlich dann doch noch ein bisschen. Ich will nur mal kurz gucken, welcher ist das, aber ich glaube, ich hatte den eigentlich schon auf dem Schirm und zwar den Zahnmeister, den pimpen wir gerade auf 51%. Probieren ihn natürlich zum Titan-Drache zu trainieren, aber wie gesagt, ob Valkart schafft oder nicht, werden wir sehen, müssen wir gucken. Außerdem trainieren wir noch einen anderen Drache, der ist, wo ist der? Ist der am Hangar oder schwirrt der hier irgendwo rum? Müssen wir auch mal gucken. Hier haben wir ihn, und zwar ist das unser Gruff, den trainieren wir natürlich. Außerdem haben wir zwei Drachen, die aus dem Training zurück sind. Da werden wir auch gleich mal gucken, was da geht, welche das sind und welche wir eventuell anschließend noch trainieren können. Das ist natürlich auch immer die Frage. So, dann checken wir natürlich hier die Lage. Ah, coole Sache. Unser grüner Tod ist in 4 Minuten 40 Sekunden zurück. Und dann sehen wir hier drüben, der Immerflügler ist schon am Start. Das heißt natürlich, jo, da sammeln wir erstmal halt einen, schicken den für 12 Stunden erstmal nochmal auf der Reise. Und dann würde ich sagen, checken wir mal kurz unseren Hangar, gucken darin. Da haben wir nämlich hier zum einen unseren Kind von Kotz und Wirk auf Level Nummer 37 gepimpt. Pimpen den natürlich weiter bis auf Level Nummer 39. Können den für 22 Stunden 45 Minuten weiter trainieren. Also das ist auf jeden Fall eine gute Option. Wen haben wir dann? Dann haben wir hier den Schiffbrecher, der ist auf 60. Den pimpen wir natürlich auch bis auf 61 und auf 62 und könnten den für 21 Stunden 20 Minuten nochmal trainieren. Also wie gesagt, da hätten wir auf jeden Fall auch zwei gute Optionen. Ich will natürlich erstmal gucken, wie lange braucht der noch? 8 Stunden, 35 Minuten. Gut, okay, wissen wir Bescheid. Für wen entscheiden wir uns, ist natürlich die Frage. Also, das wird nicht ganz so leicht für uns, aber ist egal. Wir werden uns auf jeden Fall am Ende für den richtigen entscheiden. Hier haben wir auch noch den Windstupser. Einen Tag, 8 Stunden würde das dauern. Das könnte man auf jeden Fall auch in Angriff nehmen. Hier haben wir noch einen für einen Tag, 20 Stunden. Das könnte man natürlich auch reißen. Also, wie gesagt, wir haben mehrere Optionen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, für wen ich mich entscheide, aber ich will dann doch am liebsten eigentlich ihn trainieren, der doch von der Zeit her ein bisschen länger braucht.
So, da wäre der eigentlich, Anne, so verkehrt, der Segelrücken, einen Tag, zwei Stunden, weil ich weiß auf jeden Fall, in einem Tag, zwei Stunden bin ich auf alle Fälle am Start, von daher könnte man da eigentlich mal gucken, ob wir den eventuell zum Training schicken, aber ich will natürlich noch einen zweiten finden, der zeittechnisch ungefähr genauso lange braucht, weil mir wäre das eigentlich wichtig, dass ich dann natürlich mehrere Drachen mit einmal hier trainieren kann. Okay, das geht auf jeden Fall auch nicht klar, von daher müssten wir auf jeden Fall erstmal nochmal in unseren Hangar gucken, checken da nochmal die Lage, gucken hier auf jeden Fall nochmal rein, was gibt es hier, wen können wir hier eventuell noch trainieren. Will ich natürlich eh trainieren von den unteren. 22 Stunden 45 Minuten. Jeden Tag 23. Jeden Tag 2 Stunden, das wäre optimal. Der Schnapper, ich würde sagen, den trainieren wir auf jeden Fall. Dann können wir auf jeden Fall gleich nochmal zuschlagen. Jeden Tag 2 Stunden, wo hatten wir den? Jeden Tag 8 Stunden, dann haben wir hier den Segelrücken. Ich würde sagen, dann schicken wir den auch gleich mal los für jeden Tag 2 Stunden, 1,1 Millionen. Da haben wir natürlich noch megamäßig viel Holz auf Tasche. Aber Düte ist, wir können das erstmal sammeln und können dann anschließend irgendwann später, wenn wir noch Holz auf Tasche haben, den Sturmschneider auf jeden Fall losschicken, um Eisen zu sammeln. Von daher wäre das auf jeden Fall auch eine optimale Sache. Ich weiß nicht, das dauert insgesamt, habt ihr gerade gesehen, 2 Stücken Eisen, müssten wir den losschicken. 8 Stunden, 47 Minuten, 450 Mille Holz, würde der Spaß kosten, aber ich habe hier drüben natürlich noch einen anderen Drache, will ich euch gleich mal zeigen, der sammelt in 3 Stunden 4 Minuten 3 Stücken Eisen, benötigt natürlich 500 Mille Holz, von daher müsste man mal gucken, für wen sollte ich mich entscheiden, wen würdet ihr Eisen schicken lassen oder holen, suchen lassen, keine Ahnung, schreibt in meine Kommentare, würde mich interessieren. So, dann checken wir, wie gesagt, erstmal hier unseren ohne Zahn, gucken da natürlich nach, was hat der für uns, ich hoffe natürlich, dass der ein Drachenei am Start hat, versprechen kann ich nichts, aus dem Grund gucken wir hier erstmal rein, lassen uns dann überraschen. Oh, wieder mal 4 Millionen Ei ist auch an zweiter Stelle, ist natürlich auch wieder mal bitter, aber wie gesagt, das passt, weil die Wahl, ich will jetzt natürlich die Sammlung hier vervollständigen, dann müssen wir erstmal gucken, 4 Stunden 30, okay, was haben wir dann noch? 3 Stunden, okay, okay, okay. Was haben wir dann noch? Stunde 45. 54 Minuten. Also wie gesagt, wir haben mehrere Optionen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hiermit an. Lassen den natürlich erstmal losflattern, um hier den Sturmfalls Nachwuchs zu suchen. Ich hoffe natürlich, dass wir den nicht bekommen, sondern dass wir die Gegenstände bekommen. Aus dem Grund schicken wir unseren ohne Zahn erstmal los. Könnten ja nochmal kurz gucken. Ach nee, der braucht 30 Eisen, um trainiert zu werden. Von daher fällt es sowieso flach. Lassen wir den, wie gesagt, suchen. Sturmfalls Nachwuchs suchen wir und gucken einfach mal, was so geht, ob wir da eventuell einen Gegenstand bekommen. Cool wert natürlich, aber versprechen kann ich, wie gesagt, erstmal nichts. Hier bei Johann können wir auch gleich nochmal zuschlagen. 28 Mille. Kloppen wir erstmal auf den Kopf, holen uns den Gegenstand und dann würde ich sagen, checken wir natürlich erstmal hier den Sturmfeil. Drehen hier gleich nochmal am Rad und lassen uns hier natürlich auch überraschen, was hier am Ende bei rauskommt. Ich meine, eins kann ich euch sagen, wir kriegen auf alle Fälle Runen. Nur wie viel? Das ist die Frage. Da gucken wir natürlich gleich mal nach, wie viel sind's. Insgesamt 4 Stück. Gut, okay. Besser als nichts. Nehmen wir natürlich auch erstmal mit. Schicken den auf jeden Fall nochmal auf die Reise. 4 Runen investieren wir. Die wir gerade bekommen haben. Von daher haben wir alles richtig gemacht. Checken natürlich gleich mal den nächsten. Hier hoffe ich natürlich, dass wir hier irgendwie das Drachenei bekommen. Aber wie ihr sagt, ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen und gucken einfach mal nach, was am Ende bei rauskommt. Aber ich sehe schon, das werden natürlich nur ein paar Runen, 20 Stück an der Zahl, die nehmen wir natürlich auch mit, schicken den nur noch gleich nochmal auf die Reise, wollen wir nochmal 50 Runen investieren, ich würde sagen, jo, das machen wir, schicken wir den für 6 Stunden nochmal los, checken dann unseren Fleischklops und gucken, was der für uns hat, naja, gut, okay, 2 Runen, doll ist nicht, schicken den natürlich auch nochmal los für insgesamt 2 Stunden, glaube ich, jo, so sieht's aus, dann haben wir das erledigt, da sieht's erstmal gut aus, Sumpchen könnten wir trainieren, dann könnten wir natürlich auch den Windstupser weiter trainieren, dann haben wir aber im Hangar, will ich euch auch gleich nochmal zeigen, noch einen anderen coolen Drache und zwar, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier haben wir an den Windstürmer, ich weiß nicht, soll ich den auch weiter pimpen oder sagt er, lass den erstmal im Hangar, lass dann, wie gesagt, erstmal die Sumpchen
den Windstupser und eventuell die Mutter der Feuerwürmer trainieren. Also wie ihr sagt, gibt es mehrere Optionen, deshalb frage ich euch, schreibt in meine Kommentare. So, dann haben wir hier den grünen Tod, der ist auch zurück. Da sammeln wir natürlich auch erstmal alles ein, was wir hier einsammeln können und schicken den für 8 Stunden gleich nochmal auf die Reise. Haben wir das erledigt, können den Eisenzahn auch nochmal zu Valka schicken. Aber wie ihr sagt, bei Valka ist gerade Bambule, von daher fällt das natürlich auch erstmal flach. So, dann haben wir hier auf Berg eigentlich soweit alles erledigt. Aus dem Grund würde ich auch vorschlagen, wir gehen einfach mal in den Kampf und gucken, ob wir hier zum neuen Champion werden. Cool wert natürlich. Dann werden wir hier natürlich erstmal das Paket einsammeln. Gucken natürlich erstmal, was hier gibt. Okay, der riesenhafte Albtraum, Rekrut, der flüsternde Tod, alles klar. Und dann würde ich sagen, werden wir das hier erstmal starten, schalten das erstmal frei und gehen dann erstmal in eine Keilerei. Ich weiß nicht, ich habe natürlich jetzt die Drachen hier links am Start. Ich weiß nicht, würdet ihr da andere nehmen oder sagt ihr, ja, machst du auf alle Fälle schon richtig. Also für die hätte ich mich auch entschieden. Also wie gesagt, würde ich gerne mal von euch wissen wollen, ob ihr dann lieber hier unten den Gronkel mitnehmt oder den da oben auf Stufe 3. Also wie gesagt, wir könnten ja hier auch nochmal gucken auf Info. 735, 31 Angriff. Naja, der ist mit dem Angriff besser, aber in der Gesundheit ist der andere natürlich besser. Also wie ihr sagt, ich weiß es nicht, da gibt es natürlich immer solche und solche Ansichten. Von daher, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Okay. 33 Angriff, was hat der hier? 41er. 31, aber ein 735, okay. Tja, ich würde sagen, wir lassen das erstmal so, gehen so auf alle Fälle erstmal in den Kampf und gucken, ob wir hier den nächsten Sieg eventuell holen. Klar, versprechen kann ich nichts, kann nur nach hinten losgehen, aber ich würde sagen, wir probieren es einfach aus, lassen uns überraschen und werden sehen, ob wir am Ende die Nase vorne haben oder ob wir auf die Bretter geschickt werden. Also wie gesagt, ich bin gespannt wie die Sau, von daher würde ich auch sagen, fangen wir gleich mal an und greifen den hier an. So, ich gehe erstmal nur auf Ehrenruf, um den natürlich schnellstmöglich hier irgendwie auseinander zu kloppen. Oha, der hat auf jeden Fall gut gesessen. So, dann greifen wir den erstmal an mit unserem ohne Zahn, reißen den natürlich erstmal komplett auseinander und haben dann erstmal gute Karten, weil die Wald das Ding ist. Wir haben nur noch zwei Gegner am Start. Der Gegner hat natürlich hier drei vor der Brust. Von daher denke ich, können wir den Sieg auf jeden Fall nach Hause schaukeln. Müssen wir mal gucken. Oha, der hat auf jeden Fall richtig gesessen, der Schlag. Aber gut, okay, Alter, der war auch richtig krank. So, dann greifen wir da gleich nochmal an. Wir hätten den anderen natürlich auch erstmal platt machen können. Das wäre vielleicht ohne von Nachteil gewesen, aber gut, okay. So, dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Ich denke mal, die reißen erstmal in ohne Zahn auseinander. So sieht's aus, aber gut, okay, müssen wir mit Lemmik hoffen. Nicht, dass der sich jetzt nochmal gesund macht. Das wäre auf jeden Fall eine richtig miese Sache. So, dann hauen wir den natürlich erstmal weg. Und dann, glaube ich, haben wir ganz gute Karten, um den Sieg hier am Ende nach Hause zu schaukeln. Also ich glaube, da kann nicht wirklich noch was anbrennen. Und wenn ja, sind wir auf jeden Fall megamäßig am Arsch, muss ich sagen. So, dann greifen wir mit dem auf jeden Fall nochmal an und holen uns dann am Ende doch den Sieg. So muss es sein. So muss es laufen. Das Doofe ist natürlich, dass wir den ohne Zahn verloren haben. Aber ist egal, wir kriegen erstmal wieder ein paar Pokale mit dazu. Sind jetzt über 200. Das ist natürlich auch geil. Bei 208 kriegen natürlich das nächste Paket hier. Von daher werden wir auf jeden Fall in der Zukunft noch ein bisschen stärker sein. Also ich denke, ich habe mein Team auf jeden Fall gut ausgewählt. Hatte da auf jeden Fall Glück. Jetzt müssen wir natürlich auch erstmal warten, weil die Wahl hier 2 Stunden 55 Minuten.
Minuten müssen wir, wie gesagt, oh, knapp 2 Stunden 56 Minuten müssen wir noch warten, bis wir das nächste Paket hier öffnen können. Dann haben wir aber hier eben diese Täuplingspaket. Da würde ich sagen, gucken wir da erstmal nach, gucken natürlich drin, was wir hier so bekommen. Macht mal kurz die Augen zu, ich will einen Screenshot machen. Und dann klicken wir hier rauf und lassen uns einfach mal überraschen, was kriegen wir hier, den Gronkel. Okay, den nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir hier natürlich den riesenhaften Albtraum. Und dann kriegen wir den anderen Gronkel auch noch. Das ist natürlich mega geil. Das passt auf alle Fälle. Von daher würde ich sagen, können wir unsere Drachen erstmal ein bisschen pimpen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir hatten den riesenhaften Albtraum erstmal auf. Sehen natürlich, dass der dann dadurch auch gleich mal wieder ein bisschen stärker wird. Von daher haben wir alles richtig gemacht. Alle super, alle chic soweit. Gehen hier erstmal wieder zurück und werden dann den Gronkel auf jeden Fall auch noch aufwerten. So, 38, 2, 2, 1, okay, 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 dann haben wir den eigentlich auch wieder relativ stark gemacht und können jetzt mal gucken, welcher jetzt eventuell besser ist, aber ich denke, der andere wird immer noch besser sein, wenn mich nicht alle täuscht, 613 zu 343, okay, und der 731, naja, ich weiß nicht, der eine hält mehr aus, der andere teilt besser aus, also wie gesagt, das ist immer nicht so leicht, ich weiß nicht, mit wem würdet ihr hier angreifen, wen würdet ihr mitnehmen, schreibt es mal in die Kommentare, dann können wir hier gleich nochmal gucken, der hat 613 zu 43, Naja, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ist eine schwierige Angelegenheit. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wen ihr nehmen würdet, mit wem ihr kämpfen würdet. Das wäre auf jeden Fall ein richtig cooles Ding von euch. So, wie gesagt, für heute sind wir eigentlich erstmal wieder durch. Die Keilerei ist zum Glück hier Glück zum Schluss. Von daher hatten wir da auf jeden Fall mega viel Glück. Haben jetzt soweit alles erledigt, sind durch für heute. Wie gesagt, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.